Willkommen zurück zu einer neuen Folge FIFA 20 Karrieremodus mit dem VfL Wolfsburg. Heute im Auswärtsspiel im Borussia Park bei Mönchengladbach. Ja, gehen wir es an. Was wir wollen, ist klar gewinnen. Ich habe jetzt mal die beiden jungen Außenverteidiger, Höver und Torres, wieder ins Team genommen. Der Rest ist eigentlich so gleich geblieben, außer dass Thiago Silva im Sturm heute mal wieder spielen wird. So, Havertz muss auf rechts jetzt mal ein bisschen liefern, denn in der letzten Partie hat man eigentlich relativ wenig von ihm gesehen. Und deswegen muss er heute liefern, sonst müssen wir wieder Sancho. Sonst verliert er seinen Startelfplatz, denn an Almada ist im Moment kein Vorbeikommen, auch für Foden nicht, obwohl er einen Doppelpack gegen ZSK erzielt hat, aber das war ja auch nicht leicht. Ähnlich schwer, meine ich. So, heute gegen Gladbach, es wird auf jeden Fall ein schwierigeres Spiel als gegen ZSK und davor Freiburg, wo wir 3:0 gewonnen haben. Denn Gladbach will natürlich an den europäischen Plätzen wieder anklopfen. Genauso wie wir, die wollen Meister werden. Und da ist Torres erstmal nicht gut geklärt, aber schade. So, Gladbach jetzt hier erstmal dominant. Oh, nicht gut geklärt, das müsste Abseits sein. Es ist nicht Eckball. Alenia. So langsam kann man die ersten Tendenzen von der Tabelle ablesen und sie sind definitiv einer der Top-Kandidaten auf den Titel. Wenn sie so weitermachen, können sie am Ende wirklich ganz vorne. Und Cessin Jong. Er muss erstmal abbrechen da. Cessin Jong zieht ab. Erste gute Chance da. Oh. Mit offensiv richtig starken Auftritten. Zurzeit haben sie auch die meisten Tore in der Liga erzielt. Höver. Ah, kann sich da nur mit dem Foul helfen, müsste auch gelb geben. Ja. Es gibt gelb. Oh, oh, oh. Und das ist das 1:0. Ja, Gladbach führt und dann, er ja, steht auch Früchtl ein bisschen weit vor seinem Tor, wie ich finde. Ja, und wir liegen zurück. Das Gefühl kennen wir eigentlich gar nicht mehr. Ja, in den Rücken von Silva gespielt. Ja, aber Gladbacher sind bissiger an den Zweikämpfen. Ja, der zweite Ball kommt auch nicht an. Gesch mit dem Fehlpass. Sie sind ganz vorne in der Tabelle und genau so spielen sie auch. Ja, und der Erfolg kommt ja auch nicht zufällig. Sie spielen richtig gut und stehen völlig verkehrt. Ich habe eigentlich heute keinen Bock auf eine Niederlage, wenn ich ehrlich bin. Aber Gladbach ist hier zwingend besser in der Anfangsphase. Gut 25 Minuten jetzt gespielt, knapp. Und ja, wir kamen jetzt nicht einmal gefährlich vor das Tor, jetzt vielleicht mal mit Havertz. Auf Silva. Klärt müsste Eckball geben, oder? Ne, Abschluss. Das war leider nichts. Die Gelegenheit lassen sie aus. Schöne Vorarbeit, aber der Abschluss war gar nichts. So, Kereschma kriegt da den. Jetzt der Ballverlust. Ah, von Havertz weiß ich nicht. Ja, Töber aber gut aufgepasst, jetzt Almada. Auf Silva, der auf Cessin Jong weiter. Cessin Jong nach innen. Ah, aber der Zuspiel dann in den Rücken. Der Höfer muss aufpassen, der hat nämlich schon gelb.
Torres macht das nicht gut. Cessignon muss da helfen. Ja, aber auch wieder abseits. Das wäre jetzt noch mal ein ruhiger Aufbau. Mit ein bisschen mehr Ballbesitz vielleicht. Und nicht immer so straight nach vorne. Nicht immer so straight nach vorne, bitte. So. Jetzt vielleicht mal der Pass da in die Sturmspitze. Almada, der nimmt jetzt Cessignon mit. Cessignon. Ah. Ist das unser Spieler? Oh, nee, zum Glück nicht. So, geht weiter mit Schiedsrichterball. Und der verletzte Spieler ist mittlerweile vom Feld. Ganz souverän hier vom Torhüter. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Da kommt die Tafel, 2 Minuten Nachschlag. Ja. Die erste Hälfte hat mir auf jeden Fall nicht so gut gefallen. Insbesondere Havertz nicht. Den setzen wir jetzt auch, glaube ich, mal aus. Aber Almada hat auch keinen. Dann werden wir jetzt auf jeden Fall mal Foden bringen. Beziehungsweise wir können auch mal Havertz in die Mitte packen. Ich glaube, auf dem rechten Flügel ist er relativ. Ja. Und dann wird Sancho jetzt kommen. Kann also weitergehen hier. Jadon Sancho. Flanke, Jadon Sancho. Ja, da kommt Silva nicht ran. Stimmt, Silva wollte ich auch rauswechseln. Das war heute nix bei ihm. Da wird auf jeden Fall jetzt Boadus kommen. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Schöner Tor. Ah, Torres muss dahin. Wir bekommen den Ball da jetzt gerade nicht weg. Also Gladbach auf jeden Fall heute besser. Das muss man leider so sagen. So, Havertz. Jetzt hat er mal Platz da. Und der ist schnell, das wissen wir. Was ist das? Wieso geht Silva da nicht zum Ball? Ganz im Ernst. Und ich wollte auch nicht zu Silva spielen, sondern zu Sancho, der dann nämlich in die Mitte kam. Also manchmal das Gameplay verstehe ich nicht. Oh. Oh, faul da. Ah, gegen Alenia hat er keine Chance. Silva ist heute, nee, der ist überhaupt nicht gut drauf. So, jetzt wird auf jeden Fall Foden für Havertz kommen. Der hat jetzt auch genügend Möglichkeiten, sich aus. Ja, Todibo kommt da nicht hinterher, der ist nicht der schnellste gegen Gomez. Also ich möchte gerne den Ball einmal ausspielen. Danke. So, wird es unsere erste Niederlage in dieser Saison? Wieso jetzt Elfmeter? Verstehe ich nicht. Ach komm, ganz im Ernst, Alter. Der war frech. Naja. Boadus. Boadus.
Ja, auf einmal liegen wir jetzt 2 zu 0 zurück. Ich weiß zwar auch nicht wieso, aber so ist das. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Schon klasse, wie sie aus dieser Überlegenheit immer wieder zu guten Chancen kommen. Man führt, man ist auf dem besten Weg, den Sieg einzufahren. Jetzt der Vorstoß. Gute Aktion, auf die Flanke. Ach, boah, das macht hier noch einen Anschlusstreffer. Vielleicht gibt ihnen dieses Tor nochmal einen Schub. Aktueller Spielstand jetzt also 2 zu 1. Aber auch gut gemacht da von Cessin Jong. Wir brauchen dringend den Ball. Also ein Unentschieden will ich auf jeden Fall kommen. Aber Gladbach wird jetzt hier locker den Ball nicht mehr hergeben. Das weiß ich. So, jetzt vielleicht noch einen Angriff, Leute. Und dann muss es das 2 zu 2 werden. Sonst verlieren wir hier. Das war's, das war's. Das war die Chance hier zum 2 zu 2. Den Ball werden wir, glaube ich, nicht mehr bekommen, oder? Nee, das war's. Schade. Beinahe hier sogar noch das 3-1 Eckball. Ja. Schade. Wir verlieren hier ganz knapp. Oder gibt es hier noch diesen Konter? Der pfeift locker ab, oder? Ne, er pfeift nicht ab. Ey, das kann nicht sein. Nein, nein. Ja. Also 2-2 war drin, absolut. Wir verlieren aber. Ja, wir verlieren. Vielen Dank, dass Sie für ein kurzes Statement zu uns gekommen sind. Ja, wir hätten auf jeden Fall mehr verdient gehabt. Ich danke Ihnen. Gibt's viel zu verbessern, ist das so? Keine Ahnung, ob es viel zu Verbesserung gibt. Ich finde eigentlich, ja doch, der Zug nach vorne, unsere Chancenverwertung ist einfach grauenhaft, ne? Früchtel wird zum Held gegen Gladbach, sehe ich jetzt nicht so. Okay, Cessin Jong wird 2 Wochen ausfallen, Trainingsverletzung. Ist auch nicht so schön. So, Scout-Updates sind da. Ja. Ja, da wird auf jeden Fall Bordeaux spielen. Silva hat sich jetzt erstmal ganz nach hinten katapultiert. Also es kam ja nichts von dem. Sorry, dass ich das jetzt so sage, aber das war ja komplett nix. Ja, so Cessin Jong, da wird dann auf jeden Fall Marco kommen. Der fällt jetzt 2 Wochen aus. Ja, Amiri haben wir ja noch da. Dann wird auf jeden Fall, ja, Foden bekommt jetzt wieder seine Chance. Und der Havertz hat, finde ich, auch nichts geliefert. Und da bekommt jetzt Sela Vigasi die Chance. So, zentrale Mittelfeld hat mir ganz im Ernst auch nicht gefallen. Ja, da kommt mal wieder Ramos. Ja, und da wird Hakimi wieder spielen. Früchtel. Ja, und Innenverteidigung tauschen wir dann jetzt auch mal aus. So. Ja, nach einer Niederlage muss ich jetzt ein bisschen Konsequenzen ziehen. Ja, vielleicht sollten wir das auch mal. So.
so. Dann haben wir jetzt den Scout-Update. Mal gucken, was wir da für Spieler haben. Alles, was keine Tendenz 94 hat, nehme ich erst gar nicht. Jo. Nein, ablehnen. Oh, der hat schon 170, aber der ist halt auch schon 17, ne? Also können wir auch direkt ablehnen. Ablehnen, der hat nur 70, 91, ja, auch ablehnen. So. Ist auch noch ein Scout-Update. Ui. Der ist 17, hat 470 schon, den verpflichten wir. Ablehnen. Der ist 16, ne, egal, ablehnen. 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 So. So, jetzt geht's gegen Union Berlin im Heimspiel. Ja, was wir wollen, ist natürlich klar. Wir müssen gewinnen. Frankfurt ist jetzt auf 2 Punkte an uns ran. Das ist ja durch die Niederlage ein bisschen unnötig gewesen, aber naja. So, die Mannschaft hat natürlich jetzt, muss jetzt sich in die Pflicht nehmen zu gewinnen. Ansonsten wird es eine spannende Meisterschaft werden. So, gehen wir an. Gehen wir es an. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen in der Volkswagen Arena. So. Kein guter Ballwechsel da von De La Viga. Oh, Barco macht das stark, jetzt schon wieder. Ah, Ramos verliert dann den Ball, nicht gut. Oh, Barco geht schon wieder ab. Guckt euch das mal an. Und macht das 1:0. Überragend von Barco. Vorbereitung kam von Ramos sogar. Optimaler Start. Wir führen hier 1:0. Oh, Boadus holt sich da den Ball. Na, doch nicht. Mit Platz 1 momentan ist das eine überragende Saison. Oh, Boadus dreht sich da und es gibt Freistoß für Union. Gute Drehung von Boadus, 2:0, souverän. Er war wichtig. Guckt euch da die Drehung an. Angenommen und dann perfekt abgeschlossen. Viertes Saisontor Boadus. Tonali 3:0. Und Boadus bereitet vor. Sehr schön. Der Gegner strahlt nicht mehr allzu viel Gefahr aus. Ich denke, das Ding ist durch. Thank you.
Sparko. Doppelpassspiel. Und Barco fast mit seinem zweiten Tor hier. Wie sich Kamera da noch fast den Ball holt. Sensationell. Und Barco gefällt mir aber äußerst gut. Guck mal, der ist jetzt schon wieder hier hinten. So, De La Viga. Ah, kein guter Pass. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Jetzt ist gefährlich. Klasse Pass. Sehr, sehr gut gehalten. Ja, der war ja auch nicht schwer, komm. So, Reece James. Tonali. Chance zum Konter jetzt. Chance zum schnellen Konter vergeben, aber sie bleiben dran. Der Ball ist. Boah, Ivan Ampadu macht das auch gut. Gutes Spiel, was wir heute abliefern. Ja, ich bleib dabei, jetzt auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Spiel, was wir machen. Wir führen völlig verdient 3:0, hätte vielleicht auch noch ein Tor höher sein können. Jetzt werden wir aber ein bisschen wechseln, und zwar möchte ich jetzt gerne Barrett für Ramos bringen. Yashirin wird dann für Foden kommen, und der kommt für De La Viga, und Amiri wird auch kommen für De La Viga. So. Und jetzt laufen die zweiten 45 Minuten. Die erste Hälfte war eine klare Angelegenheit. Ich bin gespannt, ob sie noch mal ins Spiel zurückkommen. Also es kam jetzt übrigens bis jetzt noch kein Angebot für Amiri. Was ich auch nicht verstehen kann, wieso nicht. Aber naja. Wir müssen ihn ja nicht abgeben, aber wie gesagt, er ist schon 30. Die Startelf-Einsätze werden auf jeden Fall weniger werden. Ist leider so altersbedingt. Na, wenn er noch Leistung abruft, werde ich ihn auf jeden Fall häufiger einsetzen. Auch wenn er schon 30 ist. Oh, und Union jetzt hier gerade mal mit ein bisschen Druck. Aber Lunin kann dazu Eckball klären. Tonali auf Barco. Amiri. Erster Schuss von Amiri, wir wechseln. Ach nee, wir können gar nicht mehr wechseln. So, als nächstes geht es dann auf jeden Fall gegen Juve. Da haben wir noch ein Spiel zu begleichen. Das Hinspiel haben wir ja leider 2:1 verloren nach einer 1:0 Führung. Jetzt Yashirin. Ah. Also wenn er schon mal in die Startelf einrückt, muss er den auch machen. Oder wenigstens abspielen. Jetzt nochmal Amiri. Tonali mit dem Eckball auf Kamera. Aber Union kann jetzt erstmal klären. Sie sind heute wirklich überragend, was das Erarbeiten von Deutschland. Amiri.
Ah, schade. Rousset. Hey. Ah, schade. Rousset. Ah, schade. Und jetzt gerade eine richtige Druckphase mal von uns. Ah, Union kommt da gerade nicht mehr raus. Jetzt vielleicht mal. Ein Befreiungskonter. Marco Rock. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Oh ja, könnte sogar eine gute Situation hier werden. Aber Marco hilft hinten schon wieder mit. So, jetzt Rousset. Hat er eine Idee? Auf Bordus. Ah, der kommt aber gegen die Innenverteidigung nicht an. Die auch sehr gut steht heute bei Union. Vor allen Dingen im 1 gegen 1. Da ist fast kein Durchkommen. Oh, jetzt ist da eine Riesenlücke. So, Rousset. Auf Amiri. Ah, Amiri verliert in den Ball. Nach vorne geht da jetzt, glaube ich, nichts mehr. Boah, stark. Stark von Yashirin. Ja, ein viertes Tor will heute irgendwie nicht her. Spielt es jetzt, glaube ich, eh gleich vorbei. Gibt noch mal einen Freistoß. Hier gibt es den Freistoß für Wolfsburg. Große Entfernung bei diesem Freistoß und wir schauen mal genau hin, ob er es direkt das war stark. Ja. Er hat den Ball. So, wir gewinnen 3-0. Am Ende souverän, vielleicht ein, zwei Tore zu wenig. Aber naja, Sieg ist Sieg. Wir hoffen, dass Frankfurt nicht gewonnen hat, so dass wir Punkteausgleich wieder, aber die haben nicht gespielt, schade. Wieder den alten Punkte-Vorsprung hergestellt haben können. Liegt aber nicht in unserer Hand. Dann wird es immerhin wieder 5 Punkte. Es war ein super Spiel. Verdiente Erfolge sehe ich auch so. Leicht war es nicht. So, keine weiteren Fragen. Okay, wir können natürlich nicht sehen, weil wir jetzt in der Champions League spielen, aber Freunde, in der nächsten Folge lasst gerne eine Bewertung da. Dann bis dann, ciao.